Performance, die sie hier vorne abgeliefert haben. Benno Lehnsdorf, die Deutsche Oper am Rhein ist gefährdet. Die Oper in Ihr soll, wenn es nach dem Willen des Verwaltungsvorstandes der Stadt Duisburg geht, gekündigt werden. Und ab 2014 wäre dann die Deutsche Oper am Rhein Geschichte. Nach 56 Jahren oder nach anderen Rechnungen sogar 122 Jahren. Wird es bei dieser Entscheidung bleiben oder wird da noch was passieren? Also ich werde kämpfen bis zum letzten Moment. Ich werde dafür kämpfen, dass die Oper erhalten bleibt. Und ich habe es gestern schon in der Sitzung gesagt, wir müssen über die Fraktionsgrenzen und Parteigrenzen hinweg zu einem Konsens finden. Wir müssen mit dem Verwaltungsvorständen, mit den Verwaltungsvorständen, auch aber mit den Intendanten Wege finden, wie wir möglicherweise neue Wege beschreiten können, um das Kostengefüge auf mehrere Schultern zu verteilen. Wir müssen sehen, dass Kultur in dieser Stadt dazugehört, wie der Rhein und die Ruhr. Und dafür werde ich alles tun. Und ich werde mich nicht geschlagen geben, bevor nicht im Rat das Siegel beschlossen wird. Jetzt war ja gestern beispielsweise diese Kulturausschusssitzung eigentlich ja, ein etwas peinliches Schauspiel. Also es gab Bezeichnungen wie Affentheater, wie Kindergarten. Ich sage einfach mal, hat der Duisburger Kulturausschuss ja eigentlich ein schlechtes Bild abgegeben? Also diese Begriffe habe ich gestern nicht vernehmen können, aber ich sage mal, das war nicht die Sternstunde des Kulturausschusses. Ich hätte mir schon gewünscht, dass die entsprechenden Vertreterinnen und Vertreter der Fraktionen gestern auf hohem Niveau um eine Regelung gerungen hätten, die also nicht dieses katastrophale Ergebnis zutage gebracht hätte, was wir jetzt heute zu verzeichnen haben. Ich glaube, da ist ein anderes Ziel verfolgt worden und das bedauere ich sehr. Okay, aber nichtsdestotrotz, es hört sich gut an, wenn noch weiter darum gekämpft wird. Also es besteht Hoffnung bis zum letzten Moment. Ich gehe mal davon aus, dass auch andere noch die Chance wahrnehmen wollen und genauso denken wie ich. Alles andere wäre wirklich für diese Stadt fatal. Die Deutsche Oper am Rhein muss erhalten bleiben und wir müssen Mittel und Wege finden, zu einer Lösung zu kommen, die dann heißt, weitere 5 Jahre mit Düsseldorf oder auch mit anderen Städten, je nachdem. Und am Sonntag gibt es dann nochmal von den Philharmonikern ein besonderes Highlight, und zwar im Kantpark findet ein, ich sag mal, Unterstützungskonzert statt. Und ich denke, das ist vielleicht nochmal eine Gelegenheit für viele Menschen dieser Stadt, sich von der Qualität auch der Philharmoniker überzeugen zu können. Ja, man muss ja zur Kenntnis nehmen, dass die Philharmoniker Unglaubliches in den letzten Jahren geleistet haben, indem sie auf die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt zugekommen sind. Also um die Philharmonie zu erleben, muss man nicht ins Theater gehen, sondern wir erleben sie in der Innenstadt, wir erleben sie in der Muschel am König-Heinrich-Platz. Und ich finde es ganz, ganz toll, dass sie jetzt in den Kantpark gehen, um dort für unsere Ziele und gemeinsame Ziele zu spielen, zu werben und deutlich zu machen, dass Philharmonie Deutsche Oper am Rhein kein elitärer Kunstbereich ist, sondern dass auch die Bürger, alle Bürgerinnen und Bürger diese Kultur genießen können. Herr Lehnsdorf, vielen Dank. Danke.